Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 und wir zocken jetzt weiter im Konföderationen Cup, der Confederations Cup im Finale gegen Brasilien und ja, wir müssen vorher hier die Saison beenden anscheinend. Ligameister werden herzlich willkommen, warte mal hier, Leistung, präsentiert geben. Glückwunsch an die Spieler weiter, wir hatten viel Spaß mit den Jungs. Die Leistungen der Mannschaft waren nicht so gut wie erhofft. Wir wissen, dass der Doppelbelastung mit Spielen auf internationaler Ebene eine Herausforderung ist, aber damit müssen Trainer umgehen können. Sollten wir nächste Saison wieder europäisch spielen, müssen wir dabei erfolgreicher sein. Wir waren im Halbfinale, verdammt! Vor Beginn der Saison hat Verein von Ziel. Ligameister werden herzlichen Glückwunsch, sie haben die Erwartung erfüllt. Eine gute Saison mit diesen. Ja, alles gut. Alles gut. So, dann wird das hier jetzt alles wieder geplant, der Spielplan erstellt, hoffentlich nicht wieder gegen Köln direkt im ersten Spiel, das wäre ja der Hammer. Gegen Hamburg im ersten Spiel. In Hamburg hatten wir jetzt schon beide Saisons im ersten Spiel. Es wäre ein bisschen komisch, wenn jedes Mal derselbe Spielplan wäre. Bitte ein wenig Geduld. Genieße den Sound. Können wir ein bisschen lauter machen. Welche Spieler wollen wir jetzt eigentlich holen in der Sommerpause? Ich habe beschlossen, den Kader nur zu verbreitern, also am besten keine Spieler abzugeben, außer wir haben irgendein 150 Millionen Angebot. Weil ein bisschen Money könnten wir dann doch gebrauchen. Aber sonst wollte ich den Kader nur verbreitern. Das heißt, ich wollte noch ein, zwei Mittelfeldspieler dazu kaufen und einen Stürmer. Dybala? Hatte ich im Sturm gedacht und im Mittelfeld Toni Kroos hatte ich drüber nachgedacht. Vielleicht auch Marco Verratti? Oder wen haben wir noch so? Wen könnte man noch so nehmen? Busquets ist auch schon so alt. Wen hat Barca denn eigentlich stark im Mittelfeld? Warum sind die so gut? Busquets spielt eigentlich immer. Iniesta spielt auch fast immer, ne? Immer noch. Wir sind aber zu alt. Irgendein Mittelfeldspieler wäre noch gut, ey. Irgendein guter Junge. Egal. Wir machen gleich erstmal noch den Confederations Cup zu Ende, müssen Brasilien schlagen und dann überlegen wir uns da schon was. Das kriegen wir schon hin. Das Schwierige ist, defensive Mittelfeldspieler gibt es eigentlich nicht so mega viele gute. Zurzeit. So, was haben wir jetzt? Wichtige Infos zum Transfer ist jetzt offen. Bitte vergessen Sie nicht, es wird eine Spieler in den Raum stecken. Schade ist derzeit den Verein. Wir sind den Transfer von uns besonders hinsichtlich finanziell zu kommentieren. Letztlich liegt es aber bei ihm zu entscheiden. Falls hier. Saisonbudget, Transferbudget 82,5 Millionen, Gehaltsbudget 400.000. Ich glaube, wir werden Probleme mit dem Gehaltsbudget bekommen. Das hat schon jetzt im Mal nicht mehr gelangt. Aber machen wir erstmal jetzt das Finale hier gegen Brasilien.
im Confederations Cup. Teilnahme ablehnen, wir wollen kein Turnier. Pokalsieg, Champions League, Champions Cup sollen wir auch gewinnen, ey. Alter, die erwarten einfach mal, dass wir alles gewinnen. Krass. Gut, und wir spielen jetzt wieder mit unserer Top 11. Spielen. Ohne irgendwas auszutauschen. Ja. Wenn es so mit dem Passen klappt, dann kann das ja heiter werden. Aber wir haben Schweinsteiger wieder dabei, der spielt um einiges besser als Khedira. Khedira ist ja grauenhaft auf der Position. Der gefällt mir gar nicht, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Ball von Schweinsteiger. Nein! Firmino, ey. Scheiße. Verdammt. Nein, Mann. Ah, gut, gleich schon mehr. Boah, zieh ihn doch noch weiter rüber. Jetzt spiele ich hier auf Zeit, ey, was soll das? Ja, komm. Oh.
Verdammt. Was? Nein, oder? Oh, nee. Den habe ich vorhin nicht im Abseits gesehen, aber egal. Müssen wir jetzt mit leben. Verdammt. Ich will nicht schon wieder den internationalen Wettbewerb verkacken. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe ja schon den Champions Cup vermasselt. Und mein eigener steht im Weg, ey. Oh Mann! Warum gehst du denn noch an den Ball? Da hat er sich derbe gut bewegt, ey. Ja, stolpert übereinander, ey. Seid ihr völlig bescheuert oder was? So, 1-1, Rums. Karim Bellarabi. Verdammt, da hätte ich nicht so. Hätte ich lieber den Ball noch auf außen behalten sollen. Was war da? Abseits, okay. Ne. Gut, das war auch abseits. Was? Mann! Oh, ey, ich dreh durch. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch, gegebenenfalls Verlängerung geben würde. Was? Ernsthaft? Oh, Alter. War das knapp?
Die spielen auch voll auf Abseitsfalle, ey. Das ist richtig klar bei denen zu merken. Oh, ne. Ey, da liegt noch ein Ball. Seht ihr das? Ich mach vor, ich mach den jetzt rein. Was sollte das denn? Oh Mann! Alter, ich könnte echt ausflippen. Alter, wenn der reingegangen wäre, das wäre ein Witz gewesen. Witz, ein riesengroßer Witz. Ne! Was? Was macht der denn da? Ey, Höwe, das ist richtig schlecht. Sonst hätten wir weiter angreifen können. So, ich muss ein bisschen durchtauschen. Einige sind zu kaputt. Mal hier Kruse. Schöne. Groß. Ja, wen wechsle ich aus? Groß oder Schweinsteiger? Beide voll im Arsch. Ich glaube sogar, es ist besser, Schweinsteiger auszuwechseln, weil der ist älter und geht schneller kaputt. Also doch Verlängerung. Nein! Nein. Scheiße, ich will nicht ins Elfmeter schießen. Dieser eine Verteidiger, der bei denen einfach alles auffällt.
Götze, er hat noch Energie. Was war das? Das soll auch noch ernsthaft sein Schuss gewesen sein, oder was? Es soll einfach nicht sein, ne? Mittlerweile wäre der Sieg mehr als verdient. Kein Foul, oder was? Nee. Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, ist schon die richtige. Hä? Was ist denn los, ey? Ja, und wo komme ich auch fertig? Hä? Ich kann dich auch fertig machen. Ich verstehe das nicht. Leute, ich kann nicht fertig machen. Das wäre doch Start. Aber es geht nicht. So, ich weiß nicht, ich habe alle Knöpfe gedrückt. Irgendwie ging es jetzt. Ja, sauber. Nein, verdammt. Ja, ich hab ihn. Was? Warum bleibt er denn nur stehen? Fuck, der Bastard. Sauber, er macht ihn auch wieder nicht. Entscheidender Schuss. Toni Kroos. So, wir haben den Confederations Cup. Der Torhüter hat mich aber echt aufgeregt, dass der so oft in der Mitte geblieben ist. Aber mal ganz im Ernst, ey, wir hätten hochverdient gewonnen, auch in der regulären Spielzeit, ey. Wir haben so viele gute Chancen gehabt, der Torhüter war einfach sehr gut.
Scheiße, Mann. Hatte ich den Kapitän nicht geändert auf Jerome Boateng? Womit ist kein würdiger Kapitän? Der Typ, der immer seine eigenen Teamkameraden fertig macht. Naja, genug gefeiert. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und dann geht's wieder ins Transferchaos, sage ich mal. Die Transferphase beginnt für die kommende Saison und seid gespannt, was wir uns so holen. Bis dann. Ciao.